außer jetzt großer Szenenwechsel. Aber damit ist es ja noch nicht das Problem gut. Damit ist das Problem nicht zu Ende. Und damit ist noch nicht, jetzt sagen wir, wir die Guten und wir sind die Deutschen im weißen Kleid. Denn es kommt ja nicht einer oder zwei, sondern es kommen ja 10.000 am Wochenende. Und sie kommen nicht für eine Herberge, sondern sie wollen bleiben bei uns, die wollen da sein. Und wie geht das und können wir das machen? Und wenn die Ethik auf dem Spiel ist, dann ist man in Deutschland auch schnell beieinander. Und Ethik und Heuchelei gibt es auch bei uns sehr gern verwechselt. Und wenn man anderen an die Brust klopfen kann, ist das wunderbar und sagt, lass uns selber an die Brust klopfen, ich klopfe jetzt dem anderen richtig nach. Meistens den, der das Problem bewältigen muss. So schnell ändert sich die Szenerie. Jetzt fallen alle über die Ungarn her. Ich habe vorher selber am Anfang eine spitze Bemerkung drüber gemacht. Nur meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen, dass eine nicht unobjektive Stimme außerhalb Bayerns die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt. Berlin will Flüchtlinge aus Syrien nicht nach Ungarn oder in andere Länder gewesen in Dublin-Regeln zurückschicken. Es hat damit für die Migranten das Signal gesendet, sie seien alle willkommen. Zugleich aber verlangt Deutschland von Ungarn, dass es die Dublin-Regeln einhaltet. Soll also Ungarn für das gute deutsche Gewissen die Kohlen aus dem Feuer holen? Und die Frau John, die frühere Ausländerbeauftragte aus Berlin, sagt, 40-45% der Flüchtlinge stammen aus Ländern, in denen es zwar Diskriminierung gibt, aber keine politische Verfolgung. Welchen Sinn hat es, diese Menschen in die Mechanik eines Asylverfahrens einzubinden? Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotzdem verstopfen diese Verfahren unsere Verwaltungsgänge. Hier sitzen zwei Anräte, die uns dafür einen zweistündigen Vortrag im Einzelnen halten können. Trotzdem sind die Verfahren blockiert auf Monate. Und seit zwei Generationen kann jeder Politiker aus seinem Fleißbuch vorlesen, wir müssen bitte die Asylverfahren beschleunigen. Ich kenne das ständig. Aber ich kann sie so nicht beschleunigen, weil man nämlich am Ende dann alle Asylsachbearbeiter werden müssen. Ich möchte Ihnen ein paar Punkte sagen, die meiner Meinung nach getan werden sollten, und zwar sofort getan werden können. Ich sage den Unangenehmsten am ersten. Wir müssen Grenzen können furchtbar trennen, aber Grenzen können schützen. Wir müssen auch die Schutzfunktion der Grenzen auf unserem Kontinent wiederherstellen. Schengen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit Schengen war es wie im Euro. Da können jetzt die CSU noch nicht klatschen. Das war der berühmte Schritt zu viel. Wir behandeln heute die Fragen des Territoriums wie die Fragen unserer Währung. Schengen war der Schritt zu viel und wir müssen es machen wie Dänemark. Wir müssen das Schengen-Abkommen kündigen, nicht irgendwann, jetzt in diesem Jahr. Das heißt nicht, dass wir sofort wieder die alten Grenzkontrollen einführen. Aber wir brauchen unbedingt und unabdingbar die Kompetenz, dass wieder die einzelnen Länder an ihren Grenzen kontrollieren können und die Spreu vom Weizen teilen und an der Grenze schon machen und nicht einfach durchwinken in irgendwelche Sammelunterkünfte. Deswegen meine Forderung, ich möchte das hier ganz offen sagen, wir müssen uns an den Schengen-Vertrag heranlassen, so wie es vor wenigen Wochen das Königreich Dänemark getan hat, wie sich andere Länder große Ausnahmebestimmungen gewährt haben. Aber mit dieser Nichtkontrolle an der Grenze muss es sein Ende haben. Wenn Sie nicht bei der Hand sind, kann ich nicht hier. Das ist unabdingbar. Der zweite Punkt ist Arbeitsvermittlung so schnell wie möglich. Das hatte alles seine gute Ideen und seine Gründe der Abschreckung, aber wenn diese Unterkünfte eingerichtet werden sind, wenn einer die ersten Nächte geschlafen hat und er möchte auch nur ein paar Stunden arbeiten, dass man ihm dann sagt, du kannst eigentlich in Deutschland fast alles. Und wenn du den Staat verklagen willst, zahlen wir dir einen Rechtsanwalt. Ich habe keinen. Ich habe nichts gegen Anwälte, das ist ein anderes Thema. Also du kannst in Deutschland fast alles, und wenn du gegen den Staat klagen willst, zahlen wir dir einen Anwalt. Nur eins ist streng verboten, dass du irgendein
eine Arbeit und sei es nur für Stunden hier bei festen Handlungen anfängst. Das ist absurd, das glaubt uns niemand mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich halte es für dringend notwendig, dass wir sofort und unverzüglich nicht nur das ändern müssen und müssen eigentlich. Es müsste in jeder dieser großen Unterkünfte, wenn die Leute länger als 3 Tage sind, irgendwer ein Stundentermin vom Arbeitsamt sein, wo die Örtlichen sich hinwenden können und sagen, ich hätte dort einen kleinen Job, ich bräuchte ein paar, das sind ja junge Burschen zum Teil, ich bräuchte ein paar, die was anpacken, da wird auch die Sprachbarriere dann überwindbar sein. Wollt ihr das machen, dass wir das zumindest mal anbieten? Aber dass die, die es machen wollen, auf der einen wie auf der anderen Seite, dafür auch noch bestraft werden, das ist absurd, ist ja wert, das ist überhaupt kein Mensch. Und dann das nächste ist, es muss in jeder Unterkunft, und ich finde es großartig, was jetzt in den bayerischen Schulen zu Beginn dieses Schuljahres beginnt. Aber man sollte übrigens auch für die, die wieder weg müssen, übrigens auch für die, wo wir uns trennen müssen, es muss ab den ersten Tagen, jetzt kommen wir in so eine Unterkunft rein. Jetzt ist es 14:30 Uhr, 14:30 Uhr. Was machen wir, gibt es hier Abendessen um 6:30 Uhr? Was machen wir die Zeit? Dann muss ihm jeder Unterkunft angeboten werden, ein Sprachkurs und eine kleine Unterkunftsschule. Wir haben uns früher etwas auf unseren mobilen Schulen hochgehalten, die gingen dahin, sogar, dass man hier den Zirkus eine angeboten hatte. Wir müssen in diese Unterkünfte kleine Betreuungseinheiten aufbauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kostet zwar auch wieder was, aber er selbst, wenn er weg muss, er hat nicht die Erinnerung an Deutschland. 20-Jährige, 25-Jährige, stundenlang, tagelang rumsitzt, ohne jede Beschäftigung. Das kann nicht gut, denn es kann nicht jeder so brav sein, wie wir jetzt als 20-Jährige gewesen sind. Aber ich stelle mir einfach mal vor, Sie müssten das alles selber erleben. Wir müssen da mithilfe des Goethe-Instituts, mithilfe unserer großen Schuleinrichtungen, und dürfen sagen, heute Deutschland, die Zeit in Deutschland, die wieder zurückgekommen sind, war für uns auch eine große Schule gewesen. Auch da haben wir uns schon Schlechteres gesagt. Die Differenzierungen bei der Sozialhilfe haben nichts geholfen. Asylbewerberleistungsgesetz und ähnliches, das ist alles schön und gut. Ich bin dafür, das größtmöglich zu vereinfachen. Über die Arbeitsaufnahme habe ich schon was gesagt. Aber wer keine Arbeit will, oder finde, meine sehr verehrten Damen und Herren, da müssen wir vom Sozialhilfegesetz Gebrauch machen und müssen den in sozialhilfefähige Arbeiten einweisen. Die gibt es mehr, als man denkt. Ich war als früherer bayerischer Umweltminister, erinnert sich vielleicht noch da, da kamen auf einen Schlag 1990, 91, Tausende von Rotarmisten, die die Nase voll hatten von der Rotarmee, die kamen nach Bayern. Die waren da in der Abteilung politische Flüchtlinge. Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialhilfe. Ich habe zum Klagen der Naturschutzbehörde gehabt. Wir haben in unseren 100 bayerischen Naturschutzgebieten, brauchen wir junge Männer und Frauen, die bereit sind anzupacken, die bereit sind, sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Wir haben diese sozialen Hilfeempfänger der Roten Armee und aus Russland fast schon kompanieweise im bayerischen Umweltschutz eingesetzt. Und ich bin stolz darauf, dass ich das damals mit meinem Kollegen, dem Sozialminister Gebhardt Glück, eingesetzt habe. Die Verwaltungen haben das nicht gern, weil das ist eine mühselige Geschichte. Meine Herren von der Feuerwehr, bei mir, ich war mal früher für die Berufsfeuerwehr in München zuständig. Wir haben die Sozialhilfeleute, wenn sie einigermaßen Lust hatten, immer zum Schlauchwaschen bei der Feuerwehr eingesetzt. Es gibt Zehntausende von sozialverträglichen Arbeiten, für die wir fleißige Hände brauchen, wo wir davon ausgehen dürfen, dass die kommen, nicht alle böswillig sind, im Gegenteil, dass sie gutwillig sind, dass sie sich beteiligen wollen. Das ist auch Verwaltungsmanagement von oben. Das müsste gebracht werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und hilft auch denen, innerlich das zu akzeptieren, die Zahlen. Und die Zahlen, das sind Sie, nämlich unsere Steuerzahler und seine Frau. Also deswegen müssen wir hier auch ein bisschen Verwaltungsfantasie einsetzen. Wir müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren, unbedingt, und da zitiere ich jemanden, der völlig unverdächtig ist,
der CSU nach dem Munde zu reden. Das ist der, aus der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, Herr Branke, ein vertrauter Politiker unserer lieben CSU. Der hat geschrieben etwas zur Sozialhilfe und er hat etwas zur gerechten Verteilung geschrieben. Ich habe ja schon gesagt, wir haben den Faktor 8 und den Faktor 9 und den Faktor 10. Spanien sagt, es kann vielleicht noch ein paar hundert Asylantragsteller aufnehmen. Wir bewegen uns, die Zahlen der Bundeskanzlerin sind bekannt vom letzten Wochenende, 800.000. Vor zwei Monaten hat sie von 450.000 gesprochen. Und die anderen sagen, machen wir nicht, nehmen wir nicht, haben wir nicht. Ich bin nicht der Richter dieser Regierung. Aber ich zitiere mal Herrn Branke, man soll da nach Quoten verteilen. Und dann sagt er, Achtung, Geld kann man leichter schieben als Menschen. Staaten, die die rechnerische Quote übererfüllen, erhalten Boni, müssen also weniger Geld an Brüssel abführen. Und Staaten, die ihre Quoten nicht erfüllen, fließen weniger EU-Mittel zu. Am Beispiel Griechenland sieht man derzeit, wie viel politischer Druck ausgeübt werden kann, damit ein EU-Staat Disziplin lernt. Ich halte das für eine Riesenidee. Ich lebe die Süddeutsche Zeitung. Wir müssen bei denen, die ihre Quote nicht einhalten, jetzt einmal ein bisschen EU-Zuflüsse kürzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit da auch in meinem Haupt von Gerechtigkeit wird. Und dann möchte ich Ihnen auch sagen, das Verursacherprinzip soll man nicht ganz unterschätzen. Ich glaube jetzt schon, dass von den Massen, die sich da aus Syrien und dem Irak und Libyen in Bewegung setzen, dass da die Vereinigten Staaten von Amerika gut beraten werden, wenn sie doch einen gewichtigen Teil auch einmal aufnehmen werden. Aber ich glaube, das geht ja nicht. Ich erinnere mich doch sehr gut, wie ich mit dem CDU-Kollegen und früheren Verteidigungsstaatssekretär von Helmut Kohl gegen das Bombardement in Bagdad protestiert habe. Ich habe damals gezögert, dass die Kirche auf meiner Seite war und auch meine Freunde von Bolzheimer Busch und Papst. Aber es kommt nichts im Weltgeschehen von ungefähr. Selbst die ISIS kommt nicht von ungefähr, die sich rekrutiert aus den Teilen der geschlagenen irakischen Armee. Aber diese Politik, die wir leider auch immer viel zu viel unterstützt haben, großer Bohai, Drohung, Sanktionen, Bombardieren und dann wieder weg, ich habe nichts damit zu tun. Die hat in den letzten 15 Jahren unserer lieben Mutter Erde nicht geholfen. Und die Vereinigten Staaten, die einen großartigen Land haben, die ihre Einwanderer begrüßt haben mit der Freiheitsstatue im Hafen von New York, die können hier nicht ihren Beitrag an dieser schlimmen Situation in Frage stellen und dann sagen, wenn sich da jetzt Hunderttausende in Bewegung setzen, dann haben wir damit nichts zu tun, die lassen wir alle in das dicht besiedelte Westeuropa bringen. Deswegen appellieren wir an unsere amerikanischen Freunde, da auch einen nennenswerten Teil der Menschen, die auf der Flucht sind, eine neue Heimat zu geben. Das muss meiner Meinung nach wissen. Und ich glaube auch, möchte ich auch sagen, dass natürlich wie immer in der Politik ist gefragt, Fantasie, große Fantasie. Man hat ja den schönen, für die großen Politiker hat man ja den schönen euphemistischen Ausdruck Weltenlenker. Ich habe hier in meinem Katalog von 7 Punkten, wo ich Ihnen jetzt 6 vorgetragen habe, da steht einer, der heißt, hört sich nicht für völlig verrückt, sondern nur halb, wir müssen in Europa und um das Mittelmeer neue Städte bauen. Ich glaube, dass die EU sich deshalb so falsch entwickelt hat, hinter der ja eine große Idee steckt, weil sie sich so in die Kleinheiten und so in den Vorschriften Salat verwickelt hat, dass ihr der Blick für die Größe der Aufgabe aus den Augen gekommen ist. Das Mittelmeer hieß unter den Römern, die EU geht auf die römischen Verträge zurück, das Mittelmeer hieß unter den Römern Mare Nostrum. Das heißt unser Meer und war umsiedelt von den Karthagern bis zu den Phöniziern.
Die Phönizier, da wo heute der Libanon ist, die Karthager, da wo heute Tunis steht. Von mächtigen Staaten in großer Konkurrenz zum römischen Imperium. Mit großartigen Städten. Und nicht umsonst wollen die Terroristen ja ihre Erinnerungen daran, die es ja dort überall noch gibt, in die Luft sprengen, weil sie ihr Gedächtnis, ihr historisches Gedächtnis auslöschen wollen. Nur jemand, der so uralt ist wie ich hier in diesem Zelt und vielleicht so späte 50er Jahre zum ersten Mal anfangen hat, ein bisschen Zeitung zu lesen oder vielleicht sogar noch früher, im Jahr 1949. Ich schaue mir so alt aus, ich bin viel jünger. Er wird sich vielleicht erinnern, dass Algerien ein Scherismus ist, dass das mal Lebensmittelproduzent war, dass Tunesien Wein angebaut hat, dass man aus Tunesien sich Lebensmittel gekauft hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Organisation Mare Nostrum, die war eine neue Idee der Europäischen Union. Ich glaube, in Libyen hat die größten Erdölreserven von ganz Afrika. Tunis war der Knotenpunkt des Seehandels. Syrien und Libanon Umschlagplätze für weltweiten Handel. Ich habe mir, Sie werden lachen darüber, wie ich mir Gedanken gemacht habe, was müsste man eigentlich Großes anpacken? Mal gelesen die Geschichte der Stadt Neukablons im Regierungsbezirk Schwaben. Die ist gegründet worden 1946. Als 12 Millionen Menschen infolge des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht waren, meistens nach Deutschland. Und der allergrößte Teil von denen nach Bayern. Die haben neue Städte gegründet, die haben ihre Heimat dort wieder auferstehen lassen. Die hatten riesige Probleme dabei. Aber die hatten in Neugablons im ersten Jahrzehnt schon 800 neue Betriebe mit Tausenden von Arbeitsplätzen geschaffen. Weil die Leute sagen, wir wollen sehen, wir wollen das nicht das Nächste in die Flucht, sondern wir wollen was Neues anfangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im vergangenen 20. Jahrhundert sind riesige Städte neu gegründet worden. Neu-Delhi, Canberra, Brasilia. Zurzeit werden entlang der auferstandenen Städte an der Seidenstraße, die früher Teil der kulanischen Sowjetunion war, Astana, neue riesige Städte gegründet. Ich glaube, wir müssen uns dorthin bewegen. Wir müssen die Europäische Union mitnehmen, wir können die alle mit reinnehmen. Die wollen in einen sicheren Hafen, dann nehmen wir die unser europäische Protektorate. Das ist ein Gehirnschmalz für die Kommission. Ja, aber Peter Gabriel, du redest doch dem Märchen. Das kann doch niemand bezahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt eine Organisation, die gibt zurzeit im Monat. Monat ist 30 oder 31 Tage, zahlt nur für deren Rate 15 Milliarden Euro. Jeden Monat. Und dieses Programm hat einen Namen, das heißt quantitativ easing. Wer es versteht, soll den Finger heben. Keiner, ich auch nicht. Und dieses Programm wird von jemand verwaltet, der heißt Mario Draghi. Früher Europachef von Goldman Sachs. Wenn diese 50 Milliarden Euro der Europäische Gerichtshof jetzt gegen meinen Protest entschieden, dass Herr Draghi dafür Derivate kaufen kann, Anleihen, Schuldverschreibungen, dann legt Anleihen für eine neue freiheitliche Besiedlung, für ein Wiederauferstehen der Länder am Mittelmeer auf. 50 Milliarden im Monat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist besser, als dies den Börsenhändlern von New York in den Rachen zu schmeißen, was im Moment der Fall ist. Das hat jetzt dafür vernünftig. Also, dann lassen wir dafür die Fantasie zu und setzen uns ein. Natürlich ist es schwer. Natürlich verlangt es höchste Anstrengung. Aber diejenigen, die sich entschlossen haben, der Stadtrat von München ist auf einer seiner ersten Sitzungen nach den Mai 1945 lang überlegt worden, ob die Stadt, die ja in der Mitte total zerstört war, ob man sie nicht übersiedeln sollte, irgendwo anders in der Nähe von Starnberg neu aufbauen. Und sie haben gesagt, nein, wir sind stärker. Und die hatten es viel schwieriger als die heutige politische Klasse in den europäischen Ländern. Und wenn Sie sich erinnern an das, was Ihnen Ihre Eltern erzählt haben und Ihre Großeltern, dann wissen Sie, wovon ich rede.
Rede. Dies kann nicht allein die kleine Bundesrepublik Deutschland machen. Wir machen das, dass wir sie anständig aufnehmen und versuchen, einen Anschub zu geben. Und jetzt wieder unser Regelwerk durchsetzen, dass Not kein Gebot etwa für ein Wochenende außer Kraft gesetzt war. Aber das stelle ich mir unter Europa vor. Unter Europa, blaue Flagge, 12-Sterne-Kranz. Das ist ein Symbol aus dem Neuen Testament. Und über ihrem Haupt ein Kranz aus 12 Sternen. Kein Wort gegen Europa und gegen die Europäische Union. Aber sie soll das tun, was notwendig ist, was die Aufgabe der historischen Stunde, und sich nicht um die Größe von Traktoren selbst kümmern und unsere Bahn schikanieren. Und das ist ja vielleicht